Kapitel 9 – Geschichten und Offenbarungen. Diese Kleider sind so bequem. Ja. Hey, komm her, du Schlafmütze. Ach, komm schon. Das ist die Sonne. Sieh doch. Es lohnt sich. Wow. Das ist... Wie ein Traum? Ja, genau, wie in meinem Traum. Wie wär's? Essen wir was und ziehen dann los? Auf geht's! Wuhu! Es ist wunderschön! Können wir was spielen? Hey, wir wollen herausfinden, warum du von dem Ort träumst, oder? Ja, lass uns gehen. Ja, erkunde die Insel. Schauen wir doch mal in den Ecken überall nach. Tolles Wetter, um die Gegend zu erkunden. Ja, Inselentdecker! Finden wir erst den Ausgang. Oh, sieh dir das an. Die ist so groß. Ich zähle auf dich, verstanden? Halt die Augen offen. Ja, mit der Sperrangel weit offen. Sperrangel weit offen. Oh, okay, da kommen das wir nicht ist mehr. Merkwürdig. Ja, ein wenig schon. Okay, die Frage ist jetzt, die tollen neuen Klamotten, sind die auch ein bisschen besser gepanzert als die alten? Das wäre natürlich cool, aber ich glaube nicht dran. Da geht's runter. Die haben ja überall so viel schöne Teiche. Da ist versperrt. Dieser Ort ist nur für Hauspersonal. Tut mir leid. Hauspersonal? Wie unsere Bediensteten zu Hause. Dieser Ort ist wirklich beeindruckend. So groß. Ich würde mich verlaufen. Könnte mich dran gewöhnen. Wärst du dann eine Gräfin? Oh nein. Zu viel Verantwortung. Guten Tag auch. Guten Tag. Danke. Wird ein heißer Tag heute. Das ist wohl wahr. Kaum vorzustellen, wie sich das mit... Geht es da raus? Tja, denke schon. Fragen wir die Wache. Fragen wir die Wache, okay. Wollt eigentlich nach einem neuen Ausgang suchen? Hallo, dürfen wir rausgehen? Sicher. Genießt die hellen Tage. Okay. Oder? Gut geschlafen? Wir brauchen Hallo, keinen Sophia. Anderen. Schön, dich zu sehen. Woher wusstest du, wo ich euch finde? Das ist mein Leben, Schätzchen. Früh aufstehen, beobachten, lauschen und das Beste draus machen. Dass Anno hinter Gittern sitzt, weiß ich auch. Ja, dieser Mistkerl. Er verdient es. Er verriet uns und hat Hugo benutzt. Welchen Nutzen könnte so ein winziger Kerl denn in sich tragen? Oder bist du nützlicher, als du aussiehst, kleiner Mann? Ich meine es ernst, Sophia. Anno mag dein Freund sein, aber er hätte uns fast getötet. Also habt ihr gestern Abend seine Gefangennahme mit dem Grafen und seiner Frau gefeiert? Nein, die sind unwichtig für mich. Ich knie vor niemandem, Sophia. Keinem Grafen, keinem König, vor keinem. Nur Hugo ist mir wichtig. Alles klar. Ich habe einen Nerv getroffen. Ich habe dich nur geärgert. Ich weiß nun mal gern, wer meine Freunde wirklich sind. Was ich hier höre, gefällt mir. Kommt. Drehen wir eine Runde. Ja. Ich dachte, die meckert mich jetzt mehr an wegen Anno. Ich habe mich heute Morgen etwas umgesehen. Wisst ihr schon, wohin ihr geht? Noch nicht, nein. Lasst euch Zeit. Das Wetter ist schön, die Leute feiern. Selbst die Wachen sind freundlich. Nur deshalb sind wir noch nicht im Gefängnis. Oh, ein Vogel. Ja, stimmt. Ist das der aus deinem Traum? Fast. Irgendwie komisch. Er scheint auf etwas zu blicken. Oh, eine Schatzsuche. Jetzt schon? Also, mal sehen, was er sieht.
Ein Traum okay. Und ein Vogel, was? Hugo hat oft von diesem Ort geträumt. Schon bevor wir überhaupt herkamen. Und jedes Mal kam ein Vogel vor. Na gut, warum nicht? Da ist noch einer. Er hat einen anderen Vogel angeschaut. Ja, stimmt. Und wo sieht der hin? Finden wir es heraus. Hier ist alles so anders als in Guyenne. Selbst die Gerüche. Ja, es riecht heiß. Ist es in Guyenne nie heiß? Nicht so wie hier. Glaub ich dir. Fertig. Danke. Nur noch ein paar Ziegel. Da ist noch einer. Guten Tag. Ich wollte nur mal Ihre Hühner aufscheuchen. Bitte beachten Sie mich nicht. Oh, er blickt auf das Haus da. Da könnte deine Antwort sein. Oder ist da noch einer? Schauen wir es uns an. Kommen wir wieder nicht rüber, ne? War ja so klar. Die springen überall durch unmögliche Sachen drüber und runter und weiß ich nicht was. Aber so einen kleinen Rubbel hier, so einen kleinen Hügel, da kommen sie nicht rüber. Soll ich jetzt mal mit denen reden? Guten Tag. Hallo. Hallo. Steht doch nicht alle im Weg rum. Hm. Da hinten ist aber noch ein Vogel. Ich glaube nicht, dass der auf das Haus geschaut hat. Bist du fertig? Schau so mal. Gut wie. Ich verpasse sonst die Zeremonie. Das ist nicht mein Problem, wenn du die Zeremonie verpasst. Oh, da vorne ist ein cooler Baum. Hina. Hallo. Wir sehen uns nur die Statue an. Tja, lasst euch nicht stören. Wo ist der nächste Vogel? Bestimmt hinter dem kleinen Hügel versteckt. Ja, ja, die Treppen hoch war so. Die Jugend sucht jetzt schon Stein. Das ist ja alles ganz schön, aber eigentlich heillose Ketzerei, oder? Ja, man muss Graf sein, um sich dieses Risiko erlauben zu können. Die Insel ist so abgelegen. Das hilft vermutlich. Und Gold kann jedes Auge verschließen. Was ist das denn für Ketzerei, wenn man Vögel baut, hä? Noch einer! Mensch, ziemlich große Vogelsippe. Suchen wir den nächsten. Stellt euch vor, wir finden ein Nest. Nein, das muss etwas zu bedeuten haben. Sicher. Glaube ich auch. Die Vogeljagd geht weiter. Ob wir da oben hin müssen? Wo das so aussieht, als ob man da rein kann? Das wäre jetzt die Frage. Obwohl ich glaube, da unten ist da nochmal... Ein Vogel? Ich weiß es nicht genau. Kann man von hier aus schlecht sehen. Aber der Baum ist schon ziemlich cool hier. Was geht hier vor sich? Nichts ist tot. Alles schläft. Nichts ist fruchtlos. Alles wartet. Kein Kind ist geboren. Es weilt bereits hier. In Erwartung erneut zu atmen. Vom Glauben gerufen. Okay, dann lassen wir die Sekte mal alleine. Das war komisch. Es ist ein Gebet über das Leben und Kinder. Ah, irgendwann wirst du es verstehen. Bist du müde, Hugo? Nein, alles gut. Wir sind viel gelaufen. Die Insel ist groß. Sie ist groß. Aber wunderschön. Ich mag sie. Guck mal, noch ein Vogel. Er schaut auf die Säulen. Das ist spannend. Sehen wir nach. Stimmt, da oben. Hatte ich hier nicht gerade was gesehen? Na, dann war das nur wieder irgendwie so ein komischer Grafikfehler. Okay. Dann, wie kommen wir denn da hoch? Aber Moment. Doch, hier vorne kommen wir hoch, oder? Waren hier nicht Treppen? Nee, waren hier nicht. Da müssen wir vielleicht doch da gucken, ob wir da durchkommen bei diesem einen. Was ich da gerade gesehen hatte. Oder komplett eine andere Seite. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich kann aber gut mithalten hier. Die ist ganz schön fit. Ah, okay, da ist wieder so ein Durchgang. Muss es sein. Was siehst du? Ich sehe
Soll. Wie schön. Wie schön. Ist das ein antikes Theater? Ja, sieht wichtig aus. Mal sehen. Eine Kiste. Mitten hier in der Pampa. Ich weiß immer noch nicht, wie man das zerlegen soll. Zum Herstellen gedrückt halten. Achso, das könnte ich noch machen. Na, lauf doch mal drumherum. Da, der Vogel. Und der Sohn der Glutasche. Unter diesen Gräsern ist vielleicht mehr. Reißen wir sie raus? Dauert zu lang. Ich könnte sie alle auf einmal entfernen. Ja, theoretisch können wir sie wegbrennen, oder nicht? Nehme ich mal an. Komm mal nach hier. Komm mal her. Nein, nicht da reinlaufen, sonst bist du gleich tot. Feuer. Schade, dass ich keine Fackel habe. Damit könnten wir das Gras ruckzuck abbrennen. Was ist das, Igor? Dein Vogel hat uns hergeführt. Die Insel. Das ist eine Karte von der Insel. Sie ist uralt. Ich denke, hunderte von Jahren. Bestimmt byzantinisch. Es gibt hier wirklich viel in dieser Art. Sieh doch, Amicia, da ist die Zeichnung. Welche Zeichnung? Die Zeichnung aus dem Orden. Ja, ich erkenne es. Welcher Orden? Ein sehr, sehr alter Alchemistenorden. Du hast uns auf dem Boot gehört, Sophia. Hugo ist krank. Es ist nicht ansteckend. Doch, der Orden wollte ihn wegsperren, um über ihn zu verfügen. Aber ich... Du kniest vor keinem. Verstehe. Also, wonach sucht ihr hier genau? Nach was auch immer ihm hilft. Es ist einfach. Dieses Symbol zeigt wichtige Bereiche an. Dieses da also, das kann man nicht übersehen. Die Zähne. Sie nennen sie Las Madres, die Mütter. Oh. Ich weiß, öde. Es ergibt Sinn. Gehen wir diese Mütter besuchen. Die Zähne. Kommst du mit uns? Wenn ihr das möchtet. Ich stehe in eurer Schuld. Dann mal los. Ja, jetzt wird geklettert. Der Ausblick von da oben ist sicher beeindruckend. Oh, ich kann es kaum erwarten. Na, ich dachte, weil ich jetzt was hergestellt habe, könnte ich noch was mitnehmen, aber offenbar nicht. Oh, da ist eine Treppe. Okay. Eben nicht hin. Ah, verstehe. Ich wollte gerade sagen, wieso haben wir die eben nicht genommen? Seht, da ist ein Haus in den Zehen. Ja. Eine Art Tempel? Ein Heiligtum. Habe ich zumindest gehört. Jetzt will ich unbedingt mehr darüber wissen. Klar, das wird unser erster Halt. Es wirkt so schön. Ich denke mal, die meinen mit Haus da oben diesen Eingang, den ich vorhin gesehen hatte. Wir haben also einen magischen Vogel, einen uralten Alchemistenorden, die Vision des Kleinen. Tja, was kommt als nächstes? Hugos Krankheit ist ungewöhnlich. Unsere Mutter ist Alchemistin, aber sie konnte nichts dagegen tun. Es ist fast wie ein Fluch. Wer verflucht denn so ein süßes Baby?
Ich bin kein Baby. Es ist die Blutlinie. Diese Sache existiert bereits seit Anbeginn der Zeit. Es ist ungerecht, aber leider war Sophia. In Gayen jagte uns die Inquisition deswegen. Wir entkamen nur knapp. Es war schrecklich. Sie haben alle getötet. Wow. Na gut. Wir werden finden, wonach ihr sucht. Ehrenwort. Danke. Wenn wir denn reinkommen. Das ist er. Der Weg zum Heiligtum. Also sind wir hier fertig? Ja, gehen wir. Das wird ziemlich anstrengend. Wer zuerst oben ist? Hey, ganz ruhig, ich will dich nicht tragen müssen. Angsthasen. Bist du erschöpft? Wir laufen schon eine ganze Weile. Es ist nicht so hoch, wie es aussah. Ich will dich nicht enttäuschen, aber wir sind noch nicht da. Hier scheint jemand müder zu sein als du. Ich brauche das Meer. Die Berge konnte ich noch nie leiden. Ich mag Berge. Sie sind mächtig und groß. Steht man auf dem Gipfel, ist man auch so groß. Es ist das erste Mal, dass er einen besteigt. Wenn das so ist, dann lasst uns zusammen mächtig und groß sein. Erreiche Lasmat. Seht nur, wir sind fast am Heiligtum. Weißt du denn, was fast bedeutet? Ach komm, ohne Schweiß kein Preis. Sieh nur, wie groß es ist. Was erwartet ihr denn dort zu finden? Ich will den echten Vogel sehen. Oder den Baum. Den Teich. Ein Elixier wäre mir lieber. Etwas, das dir wirklich hilft, Hugo. Vielleicht hat der Vogel es ja. Oh, da ist Wasser. Wie kann er in dieser Hitze rennen? So sind Kinder. Er kann auch im Nu einschlafen. Gut, das kann ich auch, ne? Und ich bin kein Kind, ne? Sieht frisch aus. Ist es auch. Genau, was ich brauche. Hey, Hugo, du hast etwas Dreck im Gesicht. Ich mach ihn weg. Ah! Wasserattacke! Hey! Gegenangriff! Wie du das schön ist gut, ich gebe auf. Für du hast mich zu Tode durchnässt. Gewonnen! Was? Sie gibt auf? Ich dachte, sie braucht das Wasser. Na ja, gut, sie braucht als das Meer. Als Seefahrerin, ne? Von Wasser besiegt? Ja. Hat mich im Auge getroffen, klar? Das war Absicht. Ganz mein Bruder. Was für eine Familie. Gut gemacht, Hugo. Ich werde mich rächen. Das glaube ich dir aufs Wort. Moment. Nee, da fehlt uns immer noch. Oh. Es ist zum Kotzen. Aber wir kriegen 1000 Sachen von denen, die wir nicht brauchen. Okay, da geht's weiter. Sieht aus, als ob der Baum mir mitteilen will. Da hinten ist eine kleine Öffnung. Da musst du durch. Leider können wir jetzt hier nicht laufen. Also nicht rennen. Das Heiligtum ist riesig. Ja, der Bau war kein Zuckerschlecken. Oh, Ziegen. Das sind so viele Amicia. Hab keine Angst. Die fressen lieber ihre Olivenblätter als kleine Kinder. Ja, aber sie schreien. Ich bin hier. Sieh mal einer an. Unser wilder Krieger hat also Angst vor Ziegen. Das sind so viele. Wollt ihr zum Heiligtum des Sohnes? Ja. Dann kommt ihr leider zu spät. Die haben schon das Tor geschlossen für die Zeremonie. Zeremonie? Oh, der Kleine hier wollte unbedingt dabei sein. Naja, auf dem Ziegenpfad da an der Seite kommt ihr näher hin. Aber geht nicht zu nah ran. Der Graf und die Gräfin sind da oben und die Wachen sind nach all dem Ärger gestern nervös. Die mögen keine ungeladenen Gäste. Behalten wir im Hinterkopf. Danke. Okay, das ist dann wahrscheinlich der Ziegenpfad. Übrigens, wenn ihr Tramontane seht, dann schickt sie bitte hierher zurück. Sie ist eine meiner Ziegen. Na. Werden wir. Dann viel Glück. Wehe, die greift uns an. Ach komm, das ist eine Ziege, kein Wolf. Aber sie schreien. Oh, das stimmt. Ziegen sind zwar nicht besonders freundlich, aber die sind jetzt das auch nicht bösartig. Das Heiligtum wurde also abgeriegelt. So ein Pech. Andererseits riegelt man einen Ort nicht ab, wenn sich darin nichts Wichtiges befindet. Ja, das macht mich noch neugieriger.
Hört mal, ich höre was. Ist das die Ziege, die er meinte? Tramontan, ja. Da ist sie. Wo denn? Wir sollten dich zu deinem Besitzer bringen. Ziegen. Als Kind starrte ich ihnen stundenlang in die Augen. Ein Rätsel, was in ihren Köpfen vorgeht. Vielleicht bist du nicht bereit für ihre Weisheit. Abgeschlossen. Sollen wir ihr helfen? Dafür sind Helden da. Alles klar. Vielleicht kommen wir woanders rein. Sie scheint also wirklich hier drin zu sein. Da können wir ihn nicht irgendwie durchschicken oder so, ne? Och, lass mich doch mal drumherum gehen, Mann! Das ist genauso schlimm wie mit den anderen Leuten. Dann stehen die da mitten im Weg. Aber wie soll ich da reinkommen? Hier ist alles Schutt, da kann ich nicht drüber steigen. Kann ich mich nur verstecken? Hier unten ist nichts, oder? Doch. Wieso kann ich ihn da nicht reinschicken? Hallo, hier ist ein Loch. Geh doch mal da durch. Dein Ernst jetzt? Hallo. Wieso kann ich ihn da nicht reinschicken? Das ist doch für ihn klein genug. Also groß genug. Och Mensch, Hugo, ernsthaft. Du passt doch da durch. Ich kann ihn nicht schicken. Da kommt unten links nichts. Ich will nicht werfen. Ach so. Ah. Ja, ich verstehe. Komm mal da raus, aber schnell. So. Kann ich das auch so machen? Mit der Schleuder? Eigentlich ja, ne? Oha, das wird langsam eine echte Rettungsmission. Nein, ich den Topf nicht öffnen müssen. Sie ist nett. Sie ist bestimmt dankbar. Auf ihre Weise. Wenn nicht, sperren wir sie wieder ein, oder? Keine Angst. Du hast zwei starke Leibwächterinnen. Ja, brennt es hier auch nochmal nieder oder muss ich den Kleinen jetzt da reinschicken, dass er schon mal gut kross auf der anderen Seite ankommt? Na, das sieht gut aus. Da ist ein Loch in der Wand. Ja, das weiß ich. Deswegen wollte ich dich ja die ganze Zeit hinschicken. Ja. Das ist so lustig. Nicht immer, aber meistens, ja. Ich öffne jetzt die Tür. Geh Ach ja, ich darf ja wieder nicht davor stehen. Schnell! Gut gemacht! Komm wieder rein, wir müssen die Ziege holen. Du hast sie gerettet, Hugo. Willst du ihr Hallo sagen? Okay. Mal sehen, was da drin ist. Oh, ganz viele Sachen. Stücke, Ich brauche ein Werkzeug, um was zu zerlegen, oder? Ich kann es aber trotzdem nicht machen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Können wir jetzt diese blöde Ziege hier auch mal... Ah, jetzt kam gerade ein Kreis. Ja? Ich begleite dich. Das Schwerste hast du geschafft. Erschreck sie nicht, dann passiert nichts. Was, wenn sie schreit? Schreien ist nicht beißen. Denk einfach dran, dass sie Laute von sich gibt. Ich versuch's. Siehst du? So einfach. Nicht alle schreien. Ja. Sie ist lieb. Na gut. Ziege gerettet, Angst überwunden. Jetzt will ich dieses Heiligtum sehen. Gehen wir? Ja. Los. Dein Papa wartet auf dich. Ja, sie was jetzt? Sich nicht. Ja, eben. Geduld. Sie entscheidet selbst. Aber ich muss da nichts mehr machen, oder? In deinem Traum kam keine Ziege vor, oder? Nein, aber ab jetzt vielleicht schon. Wer träumt nicht gern von Ziegen? Können wir da hoch? Ja, das sieht gut aus. Oh, die Frage ist, ab wann kommen die Wachen? Weil ich gehe mal stark davon aus, dass wir uns vorbeischmuggeln müssen. Soldat,
Schon gut. Sorgt dafür, dass es keinen Ärger gibt. Ja, gestern hatten wir genug Gewalt. Der Sohn heißt das bestimmt nicht gut. Komm, hoch mit dir. Keine Sorge. Gut. Na, vielen Dank, Anu. Das war zu erwarten. Hm. Kletter hoch. Okay. Okay, da können wir schleichen. Vorsicht, es geht runter. Das ist in dem Fall nicht so gut, weil das nämlich heißt, dass die hier sind. Ja, ich wusste es. Vorsicht, die Vulkane unter sich. Töte keine Soldaten, okay. Hatte ich jetzt nicht vor. Oh, ich darf sie nicht angreifen. Die verhaften uns, oder schlimmer. Ich habe einen Trick. Dieses Prisma bündelt das Sonnenlicht. Es kann hohes Gras anbrennen. Der Rauch lenkt die Wachen ab. Wow. Dann los. Sag mir, wo die Wache hingehen soll. Nur hohes Gras. Der Sohn weiß es. Ja, das ist es. Halte LB, drücke auf Y. Ja, das Problem ist, da müssen wir hin, oder? Wenn ich jetzt da... Müssen wir weiter da hoch oder müssen wir... Nee, da hinten ist der Eingang. Ja, ja. Ich bin mir noch nicht sicher, wo wir jetzt eigentlich hingehen. Das ist das Problem. Versuch das. Hat geklappt. Sehr gut. Beweg dich, sobald er weg ist. Es hält nicht lange. Verstanden. Recht heiß, was? Verdammte Uniform. Du kennst den Grafen ja. Oh. Er mag's eben förmlich. Naja, nächstes Mal bitten wir, bei den Ruinen Wache zu halten. Dort ist es schattiger. Das Problem ist, gehen die beide da drauf, wenn ich da... Sehen. Dein Prisma wäre hilfreich, Sophia. Zeit, etwas Gras zu verbrennen. Hey. Rauch? Wo kommt der her? Viel zu. Da ist die Tür. Schnell jetzt. Komm, komm, komm. Hat sich da gerade was bewegt? Nein. Die Tür hat nur gefrotzt, geflimmert. Das Prisma ist magisch. Ja, aber wir sind noch nicht da. Okay. Au, oh, das ist eine Werkbank. Da gehen wir doch direkt mal dran. Was sich machen lässt. Wir haben eine und 10 von 90. Wollt ihr mich verarschen? Oh Gott. Ja, stimmt. Wir haben aber so viel verwendet für das erste unten, ne? Okay, also können wir mal wieder gar nichts machen. Ja, und hier musste ich leider einen kleinen Cut machen, weil die Folge doch wahnsinnig lange geworden ist. So musste ich sie in 2 Teile aufsplitten. Den nächsten Teil seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dann! Ciao!